Jederzeit und überall aus der EU Zugriff auf die eigenen Gesundheitsdaten. Mit einem europäischen Raum für Gesundheitsdaten will die EU das ihren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. So könnte beispielsweise eine deutsche Touristin in einer italienischen Apotheke ein Rezept abholen. Ein rumänischer Bauarbeiter, der in Deutschland während der Arbeit verletzt wird, kann seine Krankenakte mit den behandelnden Ärzten teilen. Dabei kontrolliert jeder selbst, wer die eigenen Gesundheitsdaten einsehen darf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können anonymisierte Gesundheitsdaten für Forschungszwecke nutzen, um bessere Behandlungen zu entwickeln. Wie wird sichergestellt, dass die Daten im Netz sicher sind? An keiner Stelle der Datenpipeline des Health Data Hub kann man auf identifizierbare Daten zugreifen. Wir öffnen sichere Räume für jedes Forschungsprojekt, das auf unserer Plattform läuft. Diese Räume sind völlig voneinander abgeschottet, völlig unabhängig. Die Forscher haben nur Zugang zu den anonymen Daten, die sie benötigen. Es gibt keine Möglichkeit, die Daten außerhalb dieser Räume zu bearbeiten. Der Versuch, Personen zu identifizieren, ist strafrechtlich verboten. Dem Entwurf wurde mit 516 Stimmen zugestimmt.